Flug Y2234 Barcelona Düsseldorf. Ankunft Carlos Martinez. Sein Beruf? Pantomime. Das heißt, er macht Dinge sichtbar, die eigentlich gar nicht da sind. Seit gut 20 Jahren tourt er damit über die 5 Kontinente und sucht immer wieder nach neuen, überraschenden Bewegungen. Ein Weltenbummler mit festen Ritualen. Zum Beispiel vor dem Auftritt immer lecker essen gehen. Zum Nachtisch erzählt er mir, er war zwar erfolgreicher Schauspieler in Spanien, aber von Worten und Sätzen fühlte er sich eingeengt. Aber er wollte frei sein. I'm a traveler is because I love to meet people. Ich liebe das Reisen, weil ich es liebe, Menschen kennenzulernen. Also entschloss ich mich, auf Pantomime umzusteigen. Plötzlich konnte ich überall auf der Welt meine Gefühle ausdrücken. Die Grenzen waren plötzlich aufgehoben. Mit der Körpersprache erreicht man unterschiedlichste Leute, alle Kulturen, jedes Alter. Any kind of age people. Auf der Bühne Szenen und Geschichten über Menschen in tragikomischen Situationen. Tiefgang, Provokation, Irritation. Der Zauber ist Resultat harter Arbeit. Das vermittelt er auf Pantomime-Workshops in ganz Europa. Die Leute staunen machen, das größte Ziel der Pantomime. Mit Anfängern geht Carlos Martinez deshalb gerne auf die Straße. Wenn man plötzlich so stehen bleibt, bleiben auch die Passanten stehen. Machen große Augen. Und manche machen das auch nach. Und dann erzählt er noch eine Geschichte. One time in Ukraine, in Kiew. Einmal habe ich in Kiew auf der Straße gespielt und dort habe ich so getan, als ob da eine Tür steht. Aufgemacht und zugemacht, aufgemacht, zugemacht. Und plötzlich habe ich die Passanten gebeten, einzutreten. Manche gingen durch die fiktive Tür, andere suchten schnell das Weite. Vielleicht hatten sie ein wenig Angst. Die müssen dann ins Theater kommen. Da sind sie sicher. Musik